Ahoi alle zusammen, mein Name ist Christian Schlegel und es ist, was haben wir denn heute? Dienstag, 15 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es heute um den Dow Jones. Willkommen, bienvenue, welcome. Vor euch liegt der Dow Jones auf Monatssicht, sprich eine Kerze, ein Monat. Also das hier der Chart von 2007. Also schon. Das ist schon eine ordentliche Bewegung, muss man wirklich sagen. Wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass der Tiefpunkt, das war 2009 bei 6.471 lag. Was sind da manche Aktien gerannt? Meine Güte. Egal wie, nochmal, es ist der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Wir haben heute den 28. Januar. Ist nicht mehr viel, bis der Monat fertig ist. Und schaut euch mal diese Kerze an. Ist bisher ein Inverted Umbrella Doji. Das ist keine schöne Kerze, aber der Monat ist noch nicht fertig. Wir haben ja immer noch bis Freitag inklusive. Mittwoch, Donnerstag und Freitag noch 3 Tage. Da kann sich alles ändern. Ja. Wir sind gerade eben jetzt hier bei 28.672. Wir hatten gestern geschlossen bei 28.535. Wir holen uns also heute leicht wieder. Die Monatstechnik ist nach meinem Empfinden völlig neutral im MACD. Da ist nicht viel zu sehen. Das gefällt mir natürlich auch nicht hier. Und wenn diese Kerze sich durchsetzt in den nächsten 3 Tagen und wir haben am Monatsende so eine Kerze, darf ich es auch nicht mögen. Aus dem Band raus und wieder rein. Das wird noch interessant, die nächsten 3 Tage. Schauen wir mal auf die Woche. Also der Monat ist für mich ein bisschen kitschig. Schauen wir mal auf die Woche. Da sind wir an genau auf die 10-Wochen-Linie. Ich empfehle es immer wieder, Tagescharts, natürlich Stundencharts, Minutencharts, Tagescharts sind ja manchmal nicht deutlich. Und wenn man es nicht deutlich sieht, dann einfach mal in einen Monatschart oder einen Wochenchart reingehen. Und dann sieht man auch hier, dass es eine 10-Wochen-Linie gibt. Das ist die 20-Wochen-Linie bei 27.866. Sind wir auch noch ein bisschen weg. Die 10-Wochen-Linie hat erstmal gehalten. Von daher ist jetzt hier rein vom Chart her, sei das Bänder oder was auch immer, nichts Besonderes, außer dass wir einen kleinen Support haben. Aber hier bricht die Technik auch schon leicht weg. Muss ich aber bis zum Wochenende warten. Genau das Gleiche in der Stochastik. Also bisher möchte ich sagen, überwiegen die leicht negativen Signale. Also gehen wir auf den Tag, da tummeln sich sowieso die meisten und schauen uns den Freund mal auf dem Tag an. Da kann man auf jeden Fall rein von der Technik festhalten, ja, wir haben korrigiert, wir haben hier fast genau das Gleiche gemacht, was wir hier Anfang Dezember hatten und dann sind wir von hier 2000 Punkte hochgestiegen. Das möchte ich jetzt nicht annehmen, das glaube ich nicht, nicht nach dieser Rallye wird er nicht nach so einer kurzen Pause spiegelbildlich zu dem hier nochmal hier hoch sind. Das glaube ich nicht. Ich kann mir locker vorstellen, dass er auch nochmal eine 30.000 sieht, ja, möchte ich ihm überhaupt nicht abschlagen, aber auch hier. MACD ist negativ, Stochastik ist weiter negativ. Ich habe vielleicht Entspannungspunkte, wie zum Beispiel hier das untere Band bei 28.347. Verbindet sich mit dem Chart einmal, mit dem Chart zweimal. Das passt, das hat gestern schon so alles in allem recht gut gepasst als Unterstützungsniveau. Kaufen. Für einen, der nicht drin ist, würde ich es nicht machen. Für einen, der Short war, zumachen. Ja, also mindestens die Hälfte. Ich hatte auch ein Tesla Short, ich habe die Hälfte zugemacht. Dann drehe ich mich rum, ist das Ding schon wieder 20 Punkte höher. Das ist nun mal der Markt. Wir haben morgen die FED. Ich weiß es nicht. Ich hatte das im DAX-Film gesagt, was die FED machen wird. Ich habe keine Ahnung. Meistens kommen da irgendwelche Überraschungen. Und das muss nicht unbedingt in die positive Richtung sein. Ich rate grundsätzlich dazu, gar keine Position zu machen. Ich habe selbst noch Dow Jones Put. Allerdings sind das normale Optionsscheine. Mit der Basis, was war das? 28.000, ich glaube 700, 600, 700, ich muss mal schauen. Sind nicht so viele, ist eine überschaubare Position. Ich tendiere nach wie vor dazu zu sagen, dass wir bis maximal Mitte März eher positiv gehen können und dass wir dann den Rest des Jahres auch im Hinblick auf die Wahl eher schwächer gehen. Und genauso sehe ich jetzt das auch die Woche. Ich möchte gerne mal diese Woche jetzt hier fertig sehen. Dadurch habe ich auch den Monat fertig und dadurch weiß ich, ist es wirklich ein Inverted Umbrella Doji, was ich als negativ erachte oder nicht. Das wäre der erste seit langer, 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 langer Zeit, ich glaube rund eine Dekade. Und das möchte ich gerne erstmal abwarten. Ich nenne euch trotzdem ein paar Scheine für diejenigen von euch, die ein bisschen aktiver da reingehen wollen. Einen Long muss ich, oder vielmehr den K.O., muss ich nicht weit ansetzen. Da gehe ich unter das Band. Ich hatte eben gesagt 28.347.
Ich will nicht direkt aufs Band gehen oder direkt auf diese Chartunterstützung, schon so ein bisschen Abstand. Ich habe mich, auch wenn der jetzt vom Hebel her sehr hoch klingt, für diesen hier entschieden. Das ist 28.148er Open End Chart von Goldman Sachs. Wie gesagt, momentan Hebel von 55. 28.148, da liegen wir hier. Den würde ich allerdings deutlich höher stoppen. Da würde ich den Stopp schon legen unter dieser Kerze hier. Und diese Kerze hatte das Low bei 28.346. Ich denke, unter 28.280 muss ich die Kiste hier stoppen. Und so werde ich das also auch tun. Das ist die Kennnummer GB6, Gustav Bertha 6, Mata XF. GB6 MXF. Man kann das probieren. Aber das ist für mich momentan Zockerei, insbesondere vor dem Hintergrund der Fettmorgen. Also ich mache es nicht. Ich halte jetzt einfach mal die Füße still von einem Short. Den kann ich auch hier oben drüber setzen. So 29.500 sowas. Da kann man sowas hier nehmen. 29.450. Hat im Moment ein 36er Hebel, ist die Kennnummer GB6 MWU von Goldman, ebenfalls ein Open-End-Schein. 29.450, da sind wir ziemlich genau hier. Also auch noch etwas hinter dem oberen Band. Also da sollte man schon hinlegen. Dazwischen liegt die Wahrheit. Und da muss man mal gucken, was die Fed morgen macht und wie der Markt darauf reagiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und für heute. Bye, bye.